Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Mittwoch. Kennt ihr das, wenn man merkt, dass das Duschgel und das Deo so langsam alle gehen und man weiß, ah scheiße, ich muss mal wieder in die Drogerie, aber die Drogerie ist immer so weit weg. Es ist immer ein Weg in die Drogerie. Der nächste Supermarkt ist um die Ecke, aber für die Drogerie muss man bis in die Stadt fahren, man muss sich durch Menschenmassen quälen und das nur für eine Flasche Duschgel oder eine Dose Deo. Da denkt man sich, ein paar Tage wird das schon noch reichen. Und spätestens übermorgen steht man dann halb eingeschäumt unter der Dusche und denkt, oh fuck, jetzt rieche ich wieder rechts und links bin ich frisch geduscht und aus dem Deo kommt auch nichts mehr raus außer Luft und dann drückt man noch doller auf den Knopf und es kommt einfach nichts und spätestens dann denkt man, nächstes Mal fahre ich einfach früher zu Rossmann. Aber wir alle wissen, das ist eine Lüge. So geht es der EU im Moment auch. Sie steht noch nicht mal halb eingeschäumt unter der Dusche und das Duschgel ist alle. 2015 kamen sehr viele Menschen in die EU und haben uns unvorbereitet vor viele Herausforderungen gestellt. Dann hat man sich gedacht, vielleicht müssen wir irgendwas an der Asylpolitik in Europa ändern. Das ist der Moment, wo man denkt, ich muss wohl mal wieder in die Drogerie. Seitdem ist, richtig, genau, nichts passiert. Niemand hat seitdem Italien oder Griechenland geholfen, niemand nimmt jetzt Menschen auf, niemand hat gute Beziehungen zu den Herkunftsländern aufgebaut und jetzt steht Ende Juni der EU-Gipfel an und nicht nur die rechte Seite der EU stinkt. Italien und Griechenland wollen, dass die Geflüchteten aufgeteilt werden und dass die Grenzen dicht gemacht werden. Österreich will auch die Grenzen dicht machen, aber keine Verteilungsquote, weil man ja selber Ausländer dann aufnehmen müsste und man hat ja schon Dirk Stermann aufgenommen und das müsse ja wohl reichen. Das wollen auch die Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Und obwohl Frankreich den Verteilungsschlüssel unterstützt hat, betreiben sie aktuell mehr Rücksendungen als Schülerinnen auf der Suche nach einem Abiballkleid bei Zalando. Und zwar vor allem nach den Dublin-Regeln. Spanien ist zwar für stärkere Kontrollen an der EU-Außengrenze, würde aber auch Menschen aufnehmen, wie man an dem Rettungsschiff Aquarius gesehen hat. Und jetzt rechnen wir das alles mal zusammen und dann steht unterm Strich das, was viele als Stärkung der Außengrenzen bezeichnen. Das Wort Stärkung suggeriert dabei was Gutes, wie das Wort Pommes in Süßkartoffelpommes. Beides ist allerdings ein schwerer Fall von Framing. Stärkung der Außengrenzen bedeutet einfach Grenzen dicht, Mauern hoch und den Burggraben seinen Job machen lassen. Und Süßkartoffelpommes bedeutet, keine Ahnung, aber den Namen Pommes haben sie nicht verdient. Bei Es an der Eifel gibt es auch Leuchttürme. Ein kulinarischer Leuchtturm steht am Merkel. Die USA treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Jetzt könnte man denken, das ist ja nur konsequent, wenn man kleinen Kindern Traumata verpasst, indem man sie von ihren Familien trennt. Oder wenn man einen Präsidenten hat, der es toll findet, Frauen an der Würde zu grabben. Aber nein, die USA treten aus, weil der UN-Menschenrechtsrat die Besatzung Israels in Palästinensergebieten regelmäßig kritisiert. Die amerikanische UN-Botschafterin und Frau, die gerade hört, dass der Lieferdienst vor 5 Minuten geschlossen hat, Nikki Haley, sagte, die Organisation sei ihres Namens nicht würdig. Wo wir wieder beim Thema Süßkartoffelpommes wären. Was verstehen die Lauterbacher unter Kladde? A. Hände. B. Eisglätte. C. Ein Buch. Oder D. Eine Ohrfeige. Alle 4 Kandidaten glauben an Kladde ist eine Ohrfeige und alle 4 mit wehenden Segeln falsch, denn richtig sind es die Hände. Wir reiben uns die Kladde. Darf ich dir darauf die Kladde reichen? Kladde drauf. Na ja, gut, also, wenn man es mag. Kanada hat Cannabis legalisiert. Ich bin zwar generell für die Legalisierung von Cannabis, aber es ist kein gutes Zeichen, wenn selbst die Kanadier sagen, boah, das ist mir echt zu stressig, ich glaube, mir hilft nur noch ein Joint. Das ist, als würde Karl Lauterbach sagen, ich brauche einfach mal was, um runterzukommen. Aber ich gönne es den Kanadiern, dass sie sich einfach mal mit Joint und Klappschuh in eine Reihe an die US-Grenze setzen, einfach mal tief durchatmen können, sich nach hinten lehnen, am Joint ziehen, in die USA gucken und sagen, diese Vollidioten. Ohne sich direkt danach zu entschuldigen. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.